So, hi und hallo mal wieder. Heute mache ich mal wieder ein Update der Corgi-LKWs. Diesmal nicht die ganz großen, sondern ich sag mal in Anführungsstrichen die normalen Straßenfahrzeuge, wie ihr seht. Und zwar geht es heute um ein Scania. Das ist dann nun die Verpackung. Zwar eine limitierte Edition. So sieht der Karton von hinten aus. Serialnummer. Es ist alles dabei und den schauen wir uns jetzt mal jetzt genauer an. So kommen die. Hier ist die Tachoscheibe, Original Corgi, 2002 erschienen, limitierte Edition. Das ist praktisch 4000 Stück wurden hergestellt, das ist die Nummer 1268. Jetzt nehmen wir mal den Auflieger raus. Das ist ein Planauflieger. Wie ihr seht, man erkennt wunderbar die Gurte. Die Lampen, die Bremslichter, Nummernschild. Man erkennt wirklich alles. Und sie läuft ganz leicht, die Räder. Jetzt holen wir den eigentlichen. Das sind die Spiegel. Wie gesagt, meine LKWs waren noch nie richtig aufgebaut oder komplett aufgebaut. So, und das ist die sogenannte Zugmaschine, ein Scania, 420, 124L, Scania Modell. Wie ihr seht, die Details sind einfach nur spitze gemacht. Die eigentlichen Kabel, wie ihr seht, und Schläuche. Es passt eigentlich alles. Die kann man sogar noch zusammenknicken, dass die hier vorne reingesteckt werden, dass es optimal aussieht. Aber wie gesagt, das will ich an meine Fahrzeuge nicht machen. Sie sollen in Originalzustand bleiben. So sieht das ganze Ding komplett zusammengesteckt aus. Das ist ein Maßstab 1:50. Das bedeutet, er ist 8,8 cm hoch, 33 cm lang und 5,5 cm breit. Also, ich hoffe, ich konnte euch helfen, was in diesen LKW steckt. Und jede weitere, wisst ihr, schaut immer wieder rein und sage deshalb, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.